Hallo und herzlich willkommen zurück bei Orphans, die Weisen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir hatten ja hier kein Rätsel oder so bisher. Das kann sein, dass das jetzt demnächst kommen wird. Wenn es jetzt gleich sofort kommt, dann machen wir das vielleicht gemeinsam. Das erste Rätsel sollte ja nicht so schwer sein, aber dann werden die bekanntermaßen ja immer schwieriger und die Rätsel mache ich sonst auch immer offscreen, weil es einfach nicht spannend ist, da zuzuschauen. Glaube ich zumindest nicht, dass die irgendjemand groß sehen möchte. Und falls ihr so heiß auf Rätsel seid und auf schwere Rätsel teilweise, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch gerne selber spielen. Ich kann es natürlich auch zeigen, wenn ihr jetzt alle schreit, ey, Google, zeig das bitte. Aber es ist wirklich nicht spannend. Es ist einfach nur Fail, Fail, Fail und rumprobieren. Eigentlich mehr Werbung gucken und das ist halt, ja, will, glaube ich, keiner sehen. Es geht, glaube ich, wirklich primär den meisten auch um die Geschichte. Und viele gucken, denke ich mal, die Let's Plays von mir auch aus genau diesem Grund, damit sie die Story sehen können, ohne selbst diese blöden Rätsel immer machen zu müssen. Natürlich ist es irgendwo eine kleine Herausforderung, dann das Spielerische an diesem Spiel, ne? Das kann ich schon verstehen, dass die drin sind. Ist auch ein bisschen Abwechslung. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich gucke noch mal kurz. Haben wir volle Lautstärke? Ja. Den Sound hört man, glaube ich, ganz gut, die Hintergrundmusik. Die ist ja hier auch nicht so laut, aber ja, sie wird zwischendurch auch immer ein bisschen laut. Also alles gut. Wir gucken mal, was im Haunted Chat so los ist. Wir können schreiben. Da wird mir heute noch flau im Magen. Sandy, erinnere mich bloß nicht daran. Genau, da ging es um dieses Hotel. Jetzt habt ihr mich aber neugierig gemacht. Was war denn da? Krass, wie findet man denn solche verlassenen Orte? Nichts sagen. Premium-Antworten nehmen wir natürlich. Jarek, das kann schon ziemlich knifflig werden. Solche Orte wirst du nicht einfach im Internet finden. Dieses Krankenhaus ist verlassen. Kommt alle her und schaut es euch an. Man findet zwar Bilder und andere Sachen im Netz, aber keine Adressen. Die musst du selber recherchieren und ausfindig machen. Oft hören wir auch nur von einem Gebiet, in dem das Gebäude liegen soll. Oh, die Musik geht schon wieder los. Google Maps ist da sehr hilfreich. Wenn du dort die Satellitenkarte aktivierst, kannst du das Gebiet nach dem Gebäude absuchen. Mühsam, aber du freust dich, wenn du fündig geworden bist. Das kann ich mir vorstellen. Sandy? Nur dieses verlassene Hotel in der Nähe der ungarischen Grenze. Das hättest du besser nicht entdeckt. Aber was war denn da mit diesem Hotel? Leon. Ja, die Bude stand auch schon ewig leer. Total baufällig. Jarek. Jupp, da fehlten teilweise ganze Teile der Fassade. Das war echt lebensgefährlich. Sandy war gerade dabei, eine Kamera im dritten Stock zu installieren. Und hat dabei ein paar Tauben aufgeschreckt. Welche Vögel können nichts hören? Sandy, ja. Und eines der Viecher ist mir genau ins Gesicht geflogen. Ich konnte mich noch im letzten Moment an einem Stahlträger festhalten. Oha. Ansonsten wäre ich die gesamten drei Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Krass, oh mein Gott. Ganz schön gefährlich, euer Hobby. Ja, Rick, sind halt alles marode Gebäude, in denen wir uns rumtreiben. Aber du hast recht, Tammy. Ja? Nur finde ich es hier noch gruseliger. Das ist hier wirklich sehr gruselig. Sandy, ich muss aber zugeben, mit Musik ist es jetzt etwas entspannter. Ja, genau. Mit unserer Musik vor allem, ne? Sehr entspannt. Mika, Leute, den Weg zum Auto kann ich mir sparen. Ich habe den Wein gefunden. Okay. Das ist Tammy, oder? Ja, Tammy applaudiert. Mika schickt ein Bild. Alles klar. Kaputter Wein in einem Stoffbeutel. Leon, das ist ja mal wieder typisch. Tammy, na klasse, Mika. Ich will mal Milka sagen.
Nix da, Leon. Ich war das nicht. Ich habe die Tasche hier so gefunden. Jarek? Super, wer war es dann? Das gilt es herauszufinden. Leon, ich nicht. Sandy? Ich war's auch nicht. Hab den Wein nicht angefasst. Tammy? Klar, jetzt war es wieder keiner. Oh mein Gott. Leon, wer weiß, vielleicht mögen Geister keine besoffenen Hühner. Schöner Sticker. Man schluckt Kaffee nebenbei. Witzig, Leon. Lachende Katzen. Ach, ich mag Katzen. Okay, ist noch ein bisschen heiß, der Kaffee. Jarek, wartet mal. Samu und Ina sind doch auf dem Weg. Sandy, ach stimmt. Ich ruf mal eben Ina an, dann sollen die beiden noch Wein mitbringen. Oh, noch zwei neue. Sam und Ina. Oh, Nachzügler. Nichts sagen ist immer so blöd, ne? Das ist immer so nichtssagend. Tammy, Sami und Ina gehören auch zum Team. Aber Samu wahrscheinlich, nicht Samu, musste noch arbeiten, deshalb kommen die beiden nach. Jarek, Sandy, sag Ina, sie soll auch noch ein bisschen Junkfood mitbringen. Ich habe gerade voll Bock auf Chips oder Nachos. Oh ja. Auf Chips hätte ich jetzt auch Lust. Junkfood habe ich mir abgewöhnt, Figuren so. Junkfood geht immer. Genau. Sich genau so. Vor allem kann ich mir auch so viel Junkfood, wie ich möchte, reinhauen und ich werde einfach nicht dicker. Ja, das ist gut, ich weiß. Sandy, ich erreiche Ina leider nicht. Hab ihr geschrieben. Oh oh. Tammy? So Leute, ich wäre soweit. Wie sieht es bei euch aus? Dito. Mika. Jarek, ich warte nur auf euch. Sandy? Ich bin bereit. Ich wäre auch soweit. Ja, alles klar. Müsst ihr jetzt nicht alle einzeln schreiben. Jarek, Leon ist irgendwie immer der Letzte. Chill mal, Jarek. Ich bin dran. Sandy? Was nun? Alle zurück in den Speisesaal? Leon? Lasst uns vorher noch einmal die Cams checken. Oh, jetzt geht's los gleich. Aufnahmesession. Sandy, alles klar. Sandy, übernimm du den Bürotrakt in der dritten Etage. Okay, doch keine so gute Idee. Tammy geht ins Nonnenzimmer. Oh Gott. Ich wollte gerade Notenzimmer sagen. Jarek, na, das passt ja. Auch mal schön, dass hier so Scherze eingebaut werden. Leon, Jarek, du bist eh unten. Übernimm du den Flur. Check. Und was soll ich übernehmen? Mika? Und ich räume die Scherben weg. Nicht, dass sich Fridolin Fell noch verletzt. Wie sagt man so schön, Scherben bringen Glück? Schade um den schönen Wein. Fridolin Fell ist mir sehr wichtig. Jarek verbessert. Leon, okay, beeil dich, wir wollen fertig werden. Die Cam ganz oben im Dachgeschoss sollten wir auch einmal checken. Sebastian, übernimm du das. Oh oh, im Dachgeschoss. Mika, ist das bei dir angekommen? Ich soll hoch ins Dachgeschoss? Oh Mann, das machst du doch extra, Leon. Jarek? Jetzt stell dich mal nicht so an. Oder soll ich dir Fridolin Fell als Begleitschutz schicken? Keiner legt sich mit Fridolin Fell an. Mika? Schon gut, ich mache mich auf den Weg, sobald ich hier fertig bin. Sandy? Okay, bis dann, Leute. Schreiben sie jetzt alle wieder einzeln bis dann, Tammy? Bis gleich.
Mika. Sorry, Sebastian, muss gerade ziemlich langweilig für dich sein. Ach, ich finde es echt lustig, ihr seid eine nette Truppe. Ein wenig schon, sorry, bin kurz eingenickt. Nee, wir nehmen das Erste. Sandy, dann passt du ja gut zu uns. Das freut mich zu hören. Leon? Rutsch nicht aus, Sandy. Tammy? Leute, schaut euch das mal an. Er kann uns retten. Hui. Etwas Ähnliches stand doch auch auf der Rückseite von diesem Foto. Schon wieder so ein Spruch. Echt gruselig, Leute. Mika. Ja, ganz schön creepy. Tammy. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Leon? Ist klar, Mika. Das zum Thema, die Story etwas ausschmücken. Du denkst doch nicht etwa, ich wäre das gewesen? Niemals. Jetzt lasst uns zusehen, dass wir fertig werden. Und behaltet euer Handy im Auge. Okay. Und jetzt? Nichts. Jarek schreibt uns an. Hey, Sebastian. Ich muss gestehen, Mika hatte recht. Erst dieses Foto mit deiner Nummer drauf und jetzt dieser Spruch am Fenster. Ach so, nicht zu vergessen, du siehst schon seltsame Dinge in unserer Drohnenaufnahme. Unsere Story hat echt Potenzial. Ja, ich habe da wirklich etwas gesehen. Mika scheint auch alles dafür zu tun. Hand aufs Herz, wer von euch war das mit dem Fenster? Sebastian, ich habe mir das Video selbst nochmal in Ruhe angeschaut. Da war wirklich nichts. Aber immerhin, du scheinst mit dem Kopf auf jeden Fall schon voll bei der Geisterjagd zu sein. Das Ganze fängt echt schon gut an. Von mir aus kann es so weitergehen. Ich stehe ja eh voll auf alles, was mit Horror und Geistern zu tun hat. Ich finde Horrorfilme und so weiter auch echt klasse. Dann glaubst du an Geister und so ein Zeug? Echt? Nee, das ist ja nichts für mich. Auch hier nochmal, Leute, ne? Wer Bock hat, wir können das Spiel, wenn wir's durchhaben. Moment, Jarek, nein, ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Sandy hat mich anfangs gehasst dafür. Du hast es sicher schon mitbekommen. Wir waren mal eine Weile zusammen. Also wir können es auch nochmal, wenn wir durch sind, spielen, ne? Und dann alles, und dann die nicht so antworten, wie wir normalerweise antworten würden, sondern einfach immer nur diese Scheißantworten nehmen und diese blöden und unsympathischen und lustigen Antworten und alles, ne? Ich nenne es immer so schön die Assi-Runde. wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Können wir auf jeden Fall gerne auch machen. Dann spielen wir es zweimal. Dann nennen wir es die, keine Ahnung, wie man es nennt, könnt ihr ja auch vorschlagen, wie wir es dann nennen. Die Bad Round. Bad Guy Runde. Oh mein Gott, diese Musik. Die macht mich kürre, selbst in dieser Uhrzeit. Das Bild haben wir schon gesehen, glaube ich, ne? Ja, Mika hat es eben kurz erwähnt. Ich scheine dich aber trotzdem super zu verstehen. Darf ich fragen, wieso es zwischen euch nicht geklappt hat? Na komm. Wir müssen ja alles wissen, damit wir an Sandy rankommen. Wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass es einfach nicht passt. Und trotzdem sind wir nach wie vor dicke Freunde. Irgendwie komisch, oder? Finde ich gar nicht, ich mag sowas. Sagen ja viele sowas, ups, sowas funktioniert nicht. Aber ich habe selbst erlebt, dass sowas kann durchaus funktionieren. Man muss nur offen dafür sein und nicht gleich sagen, geht doch eh nicht sowas. Nein, wieso? Ist doch klasse, dass ihr euch weiterhin so gut versteht. Eine Trennung muss ja nicht immer im Streit enden. Also ich könnte das nicht.
Jarek verbessert. Ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich irgendwelche Aufsätze